Ja, dann herzlich willkommen zu der nächsten Herausforderung oder zu der nächsten Forderung an uns. Mit Spannung erwartet von mir. Es geht um den anderen Hut. Schülercoaching, sind wir der Meinung, fordert Jugendliche heraus, ihre Stärken zu erkennen, Selbstvertrauen in eigene Lebenskompetenzen zu entwickeln, aufzubauen, motiviert Probleme zu lösen und den eigenen Weg zu finden. Da die Intros alle aufgezeichnet werden, werde ich am Anfang die Thematik stärker erläutern und dann gehen wir ins gemeinsame Arbeiten. Das Schülercoaching besteht eigentlich aus drei Teilen, so wie die Überschrift es auch schon sagt. Auf der einen Seite geht es um Empowerment, Ermutigung, die Entfaltung von Lebenskompetenzen und Partizipation. Auf der anderen Seite oder als zweites Standbein schauen wir auf uns selbst und schauen, was ist eigentlich unsere Rolle beim Schülercoaching? Wie geht das eigentlich vonstatten und was braucht es dafür? Erst beim dritten Bereich geht es darum, welche Methoden, welche Werkzeuge, welche partizipativen Gesprächssituationen brauchen wir, um sozusagen Jugendliche so beraten zu können, dass sie selbst ihren eigenen Weg und ihre eigenen Lösungen finden. Und dann beginne ich ganz einfach mal mit den Potenzialen und den Ressourcen. Empowerment und Ermutigung, ich denke, das ist heute schon sehr oft dargestellt worden. Da geht es nicht nur um die Entdeckung sichtbarer Ressourcen, sondern vor allen Dingen zu dem, was man im Prinzip nicht sehen kann. Es geht darum, auch zu forschen und zu schauen, mit wem habe ich es zu tun, in Beziehung und Dialog zu gehen und was bringt das Kind mit, was ich vielleicht nicht sehe. Wo sind seine intrinsischen Begabungen und Talente? Wie kann ich diese wahrnehmen? Wie kann ich diese verstehen, auch verstehen wollen? Und wie kann ich sozusagen auf Augenhöhe mit dem Kind oder dem Jugendlichen einfach ins Gespräch kommen, um so zu erkunden, was braucht es, was will es, ich bin, ich kann, ich will, welchen Weg möchte es gehen, welche Visionen möchten die Kinder und Jugendlichen gehen. Und das ist natürlich sehr stark dann auch vom Unterricht abhängig, aber eigentlich in diesem Fall, wo es um Lebenskompetenzen geht, wird Schüler- oder Jugendcoaching nicht dazu eingesetzt, um die Noten oder die Unterrichtsergebnisse zu verbessern, sondern einfach alles drumherum zu stärken, wie wir auch eben in dem letzten Workshop gesehen haben mit der Bertelsmann Stiftung, den Jugendlichen, die Jugendlichen so zu stärken, dass sie ihre eigenen Kompetenzen, die sie fürs Leben brauchen, weiterentwickeln können. Und hierzu gehören vor allen Dingen der Blick auf die sozialen Settings. Sie kennen vielleicht die Jugendstudie, Sinus-Jugendstudie, die verschiedene Settings vorstellt. Es geht prinzipiell aber darum zu schauen, aus welchen Milieus kommen die Kinder und Jugendlichen, wo sind dort die Chancen und wo sind die Risiken. Denn es ist auch oft ein Vorurteil oder wir wollen eigentlich aus diesem Vorurteil in den Anti-Bias, in das Vorurteilsbewusstsein, das uns bewusst machen, dass sehr viele Milieus unabhängig oder alle Milieus unabhängig von ihren Herausforderungen ganz viele Chancen bergen. Ich mache mal ein Beispiel: zwei Familien. Eine Mutter ist alleinerziehend, wohnt im Berliner Brennpunkt, hat verschiedene große Herausforderungen, geht arbeiten, obwohl sie eigentlich nicht müsste, weil sie auch ALG-Empfängerin ist. Sie hat zwei Jungs und sie lernen bei ihr Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst zu sorgen, zu entscheiden, möchte ich das Geld, das knapp ist, für die Karte des Schwimmbads ausgeben oder möchte ich sie vielleicht dafür ausgeben, dass wir für ein gemeinsames Spiel sparen, also ganz früh ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Darum geht es, um lebensbezogene Entscheidungen zu treffen, reif fürs Leben zu werden. Auf der anderen Seite, vielleicht, ich sage bewusst andere Seite, ein anderes Potenzial, was da wachsen kann. Die Mutter ist Musikerin, sehr begabt, gibt das sehr an ihre Tochter weiter. Und sie hat keine finanziellen Sorgen. Sie lebt auch in einem
in einem guten familiären Verhältnis, das Kind hat sehr gute schulische Leistungen und entfaltet dort ganz andere Potenziale, freiwilliger Art, ihre musischen Potenziale. Sie ist sehr aktiv in der Mitarbeit. Das heißt, auch sie entwickelt Stärken und Kompetenzen aus ihrem Leben heraus. Und wenn man beides vergleicht, auch sie übernimmt Verantwortung. Auch sie geht in Richtung die Klasse einzugehen oder partizipative Angebote in der Klasse wahrzunehmen. Das heißt, man kann aus verschiedenen Stärken oder aus verschiedenen Settings ähnliche Stärken ableiten und auch ähnliche Stärken generieren und diese auch den Kindern und Jugendlichen zutrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Entfaltung von Lebenskompetenzen. Und dann natürlich zu schauen auf die individuellen Lebenswelten, die jeder Einzelne mitbringt, denn das Sinusmodell, das klassifiziert und könnte auch missverstanden werden als Schubladendenken. Darum geht es nicht, sondern es hilft uns einfach, den Blick zu schärfen für die Umwelt, die Lebenswelt, die Sorgen, die Nöte, aber auch die Chancen und Potenziale, die das Aufwachsen zu Hause und dann auch in der Schule mit sich bringen. Es geht also um Resilienz, es geht um die Stärkung von Selbstwirksamkeit, sozialer Kompetenz, Problembewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Wir haben heute schon sehr viel dazu gehört, dass es um Partizipation geht, mitgestalten, mitwirken und vor allen Dingen, und das habe ich Ihnen heute mitgebracht, darum, junge Themen anzusprechen, die den Jugendlichen und den Kindern auf den Nägeln brennen. Da werden wir stärker auch auf das Thema Partizipation bei der nächsten Folie eingehen können. Vielleicht noch ein kleiner Blick, wie so karikaturmäßig diese Welt der Jugendlichen aussehen könnte. Ich liebe diese hier, aber Sie können sich auch gerne ganz mit den anderen beschäftigen, die da sagt, Vater, du hast mein Leben ruiniert. Gäbe es dich nicht, hättest du mich nicht vernachlässigt, könnte ich heute fliegen wie ein Vogel oder wie ein anderer, aber auf alle Fälle würde ich nicht nach Würmern scharren und auch nicht Panik vor Katzen haben. Das gebe ich einfach mal zum Nachdenken mit, was das bedeutet und welche Sicht das aus der Lebenswelt der Jugendlichen zeigt, die in unserem System, so wie es im Moment angelegt ist, ja groß werden. Wichtig deshalb der Blick auf Empowerment, auf die Potenziale, Fähigkeiten, Talente und positiven Ereignisse und Entwicklungen. Und darum, da werden wir schauen, was sind denn meine Kräfte? Was sind denn meine eigenen? Was sind denn meine Potenziale, meine Ressourcen, Ideen, meine Gefühle, meine Gedanken, die richtigen Schritte, nicht die falschen, die positiven Veränderungen und Kraftquellen? Dazu gehört auch, ganz genau hinzuschauen, welche Ressourcen, wie ich eben schon sagte, von den Jugendlichen vielleicht auch erfragt, gewünscht werden. Wir haben festgestellt heute, dass es oft gar nicht bekannt ist, dass ich mich mit manchen Themen als Jugendliche beschäftigen kann oder Kind. Dass es einfach auch gar nicht Thema ist. Welche Themen können wir anbieten? Welche Themen können wir aber auch aus den Kindern und Jugendlichen hervorlocken? Weil sie in ihnen sind und Raum brauchen, auch artikuliert zu werden. Der andere Hut, das ist unsere Rolle, die wir dabei vielleicht einnehmen. Da geht es auf der einen Seite darum zu schauen, aus der Kinder- und Jugendperspektive, was heißt, den Blick des Kindes und Jugendlichen wirklich einnehmen zu können. Es anzuerkennen, so wie es ist oder ihn oder sie. Denn für alles gibt es einen guten Grund. Und dies erstmal als selbstverständlich anzunehmen, ist eine Grundvoraussetzung im Coaching oder in der Beratung, mit anderem Hut tätig zu sein. Ist eigentlich eine Grundvoraussetzung generell und wir machen das ja auch, aber es ist ein tieferer Blick zu dem, wir Sie einladen möchten.
Dazu gehört natürlich auch, auf die eigenen Haltungen, Prägungen, Werte und Denkansätze zu schauen. Vieles kommt aus unserer eigenen Biografie, vieles kommt aus der Kindheit selbst, viele Denk- und Handlungsmuster sind einfach selbstverständlich. Und da nochmal genau hinzuschauen, welche Werte habe ich, wo stehe ich, was erwarte ich deshalb von den Kindern und Jugendlichen in meiner Klasse oder in der Kita, ist ein spannendes Abenteuer, was ich nur jedem empfehlen kann. Aus eigener Erfahrung heraus geht man das nicht gern als erstes an. Aber es hat unglaublich gute Wirkung und schauen Sie einfach mal selbst. Letztendlich geht es darum, auch hier wir in einem Boot zu werden. Das heißt, mit den Kindern und Jugendlichen sowieso, aber auch ihre Eltern mit einzubeziehen. Es geht um Bildungspartnerschaft dort, neue Wege des Dialoges, der Partizipation und Kooperation anzuschauen, auch dort in einen beratenden Coaching-Stil einzusteigen und natürlich auch Unterstützungsnetzwerke im schulischen und außerschulischen Raum oder multiprofessioneller Art für Schule und Kita mit einzubeziehen. Das ist jetzt nicht das Thema von heute, aber es wirkt immer der gesamte Kontext zu jedem Thema, der das dann notwendig wird oder beziehungsweise auf den Tisch kommt oder eingebracht wird im optimalen Sinne von den Kindern und Jugendlichen. Ja, der andere Hut, also Jugendliche zu coachen, braucht aber auch ein Umsetzungskonzept. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, wir coachen dich jetzt und das ist prima, du machst das, wir haben eine super neue Idee, um das mal sehr plakativ zu sagen, sondern wir schauen nach den Bedarfen und brauchen feste Strukturen und Ressourcen, aber es muss immer freiwillig sein. Auch die Themen sind Angebote an die Kinder und Jugendlichen und es führt natürlich zur Entlastung von sich selbst auch, von den Jugendlichen und ist aber trotzdem Arbeit mit sich selbst von beiden Seiten. Was dafür wichtig ist oder was ich empfehlen würde, wäre zu schauen, professionalisiert oder managementorientiert nach dem Ressourcenquadrat. Das Ressourcenquadrat ist ein Instrument, aber was es sagt, ist genau zu schauen, was Kinder und Jugendliche brauchen und was das gemeinsame Ziel ist. Denn oft sind sehr viele Meinungen, auch im multiprofessionellen Kollegium, sind sehr viele Meinungen da oder auch Erfahrungen, Gefühle, Missstände oder sehr positive Lösungen einzelner Personen, die oder auch einzelner Professionen, die mit dem Kind und mit dem Jugendlichen arbeiten. Dazu kommen die Eltern. Und häufig wird das Kind sozusagen in den Dialog des Ressourcenquadrats, also nicht immer mit einbezogen. Das ist nicht immer möglich. Aber auch hier zu fragen, was sagst du dazu, wie geht es dir dazu, zu Problemen, aber auch zu hervorragenden Ergebnissen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet sehr oft, dass man eigentlich denkt, das, was man denkt, dass man weiß, dass das Kind oder der Jugendliche mitbringt, also die eigenen Ziele, auch in den Hintergrund gestellt werden sollten zunächst. Und dass man nicht schaut, was möchte ich erreichen, sondern nachdem man seine eigenen Gedankengefühle geklärt hat, auch schaut vor allen Dingen, wie kommen wir gemeinsam zu einem Ziel. Prinzipiell ist das nichts Neues, aber in der hohen Beanspruchung aller ist es ein wichtiger Punkt, sich das im Gedächtnis vielleicht ab und zu mal aufzurufen. Zur Vorbereitung von uns selbst gehört natürlich auch zu schauen, wie finden Veränderungen statt. Und da ist ein wichtiger Punkt, zu erkennen, dass Veränderungen im Prinzip immer in Spiralen stattfinden und die Themen der Absichtslosigkeit, das heißt, es geht erstmal darum, jemanden zu überzeugen, warum man das denn tun sollte, dann der Absichtbildung, okay, wir haben jetzt die Absicht, wir wollen das gemeinsam machen, dann kommt es zur Vorbereitung und dann erst zur Handlung und letztendlich zur Aufrechterhaltung. Was bei der Beratung
sehr interessant ist, bei sich selbst zu beobachten, ist der Zyklus, dass es oft zwischendrin einen Abbruch gibt oder einen Rückschritt oder auch in der Stabilisierungsphase oder dass auch manchmal noch mal ganz von vorne angefangen wird. Es ist ein spannender Prozess, sich das anzuschauen, und Sie können das, wenn Sie möchten, einfach ab morgen schon mal ausprobieren. Das letzte Tool, das wir oder ich gerne empfehlen möchte, ist die Komfortzone, die Panik- oder Stresszone. Da geht es eigentlich darum, auch um Veränderungen. Wann möchte sich jemand verändern? Wann möchte er sich nicht verändern? Es gibt dafür auch andere Begriffe. Bei Jugendlichen ganz spannend, aus dem Teen Power zu schauen, ja, warum soll ich das machen? Mir geht es doch gut. Ich bleibe, wo ich bin. Alles gemütlich hier. Was auch bedeutet, ich komme nicht weiter, ich kann keine neuen Ziele erkennen, ich bleibe stehen, ich suche Ausreden, ich drücke mich vielleicht auch um das eine oder andere. Die nächste Zone wäre die Entwicklungszone. Was hier als Stresszone bezeichnet wird, ist im Prinzip die Entwicklungszone, bei der es ganz spannend ist zu sehen, dass manche eben nur ganz, ganz kleine Schritte gehen können und damit schon eine sehr, sehr große Entwicklung gemacht haben. Andere sich langweilen, wenn die Schritte nicht groß genug sind. Das heißt, wenn ich versuche, jemanden zu ziehen oder beziehungsweise hinzuführen, zum Beispiel Partizipation anzuleiten, dann laufe ich eventuell die Gefahr, dass ich zu weit gehe oder zu kurz gehe und das blockiert wird. Das heißt, es ist eine Kunst, das genaue Maß und den genauen Schritt zu finden, in welche Richtung es gehen soll. Dafür schauen wir nachher nach unseren eigenen Ressourcen, aber auch nach denen der Kinder und Jugendlichen gleich mit dem Blick darauf, dass wir von Mangel, Defizit und Fehlern, die wir natürlich professionell auch finden müssen, was aber sehr kraftraubend ist, dass wir da immer stärker ins Gespräch kommen und nach der Ressourcenorientierung fragen. Dabei geht es darum, gute Erfahrungen, Ausnahmen, Potenziale zu finden, Teilerfolge zu würdigen und Fortschritte als Gewinn anzusehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 90% richtig gemacht habe, verfähige ich die verbleibenden 10%. Ich verfähige das. Das heißt, ich gucke mal, was ist die Ursache, was könnte ich besser machen. Und die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Kinder und Jugendliche da ganz, ganz offen sind, auf die Art und Weise sich einzubringen, wenn die Lösungsorientierung im Gespräch des Coachings ganz stark im Vordergrund steht. Und das ist auch das Ziel des Coachings. Das heißt, warum soll ich was machen, wenn ich nicht motiviert bin? Warum soll ich was machen, wenn ich es nicht kann oder ich der Meinung bin, ich kann es nicht? Daumen nach unten. Motivation ist die Überzeugung, ich kann das, ich schaffe das, ich bin selbstwirksam. Aber es braucht auch das Ziel, das für mich attraktiv ist. Und da helfen sehr oft weniger die Gespräche oder die Beratungen zu Leistungen als das Gespräch übers Leben. Das Gespräch, wo möchte ich hin? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Es geht um das Tun, das Wollen mal Können ist. Auf der einen Seite brauche ich natürlich die Kapazität und die Kompetenz zu können, aber es geht auch darum, dass ich es möchte. Und das kann ich dann erkennen, wenn das Ziel attraktiv ist und ich auch den Weg sehe, warum ich das tue. Prinzipiell ist das auch nichts Neues, aber es ist eine der Grundlagen dieser Art von Beratung. Es geht eigentlich hier darum, den Blick dafür zu schärfen und es sozusagen eigentlich immer bei sich zu tragen. Dann kommen wir zu der Methodenvielfalt. Da werden wir heute schauen nach Dialog, Beratung und Coaching. Nach dem Kompetenzdreieck Wissen, Haltung und Handlung. Es gibt da ganz unterschiedliche Methoden, möchte ich es nicht nennen, sondern auch Haltungen, von Herzen sprechen und zuhören, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben. Aber auch zu schauen, was ist der Unterschied zwischen Dialog und Diskussion. Beides sinnvoll, beides wichtig, aber wann brauche ich was?
bis hin dann zu den systemischen Methoden und Werkzeugen, bekannten Methoden der gewaltfreien Kommunikation oder des Vier-Ohren-Modells und dann der motivierenden Gesprächsführung, die alles ein bisschen miteinander verbindet. Und hierbei vielleicht die Essentials der Beratung. Es geht hier darum, nach den Ursachen zu schauen, ja, aber dann auch möglichst rasch und in die weg von der Problemtrance in die Lösungstrance zu gehen. Das heißt, das Ganze ist ein Weg und ich möchte gern zur Schatztruhe, ich möchte zur Ressourcentruhe, ich möchte zum Ziel, ich möchte zu der Lampe, die da leuchtet, also der Erkenntnis. Und dabei schaue ich auf die Ressourcen und nicht die Defizite auf das Glas, was halb voll ist und nicht halb leer. Ich schaue auf eine positive Atmosphäre und vor allen Dingen darauf, dass ich als Berater oder Beraterin den Weg, den Prozess führe. Der kann Umwege haben zum Ziel, aber keine Lösungen vorgebe, sondern so den Prozess mit dem Klienten führe, dass er lösungsorientiert seine eigenen Lösungen finden kann. Kann auch sagen, sich selbst berät. Für die Folien danke ich der Weiterbildungsakademie der PH Heidelberg, Herrn Groß, der sie zur Verfügung gestellt hat.